Herzlich willkommen zu Oxpoon, dem Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Ich begrüße Sie ganz herzlich und bitte Sie, keine Angst zu haben. Ich habe zwar viele Hämmer mitgebracht heute, aber es passiert keinem etwas. Das ist kein Narkosehammer, sondern ein ganz normaler Holzhammer. Mit einem Holzhammer kann man bestimmte Dinge bearbeiten, was mit einem Metallhammer nicht so möglich wäre, weil man Schäden verursacht würde. Warum? Nun, Holz ist elastisch, es gibt nach, es ist weicher als Metall. Gummi natürlich auch. Auch Gummihammer zum Ausbeulen zum Beispiel bei Schäden an Autos. Naja, heute nicht mehr so wirklich mit Kunststoffkarosserien, aber Metall, da ist das absolut geeignet für viele andere Sachen. Der meistgebrauchte Hammer ist sicherlich der Metallhammer. Und darum geht es. Der ist sehr hart. Und hart, Härte, das ist ein Thema. Härte ist ein ganz, ganz wichtiges Element, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft von Materialien. Wenn wir wissen wollen, wie hart ein Material ist, na ja, dann müssen wir das irgendwie rauskriegen. Wie kriegen wir es raus? Also ich kann zum Beispiel hier auf ein Mauspad draufhauen und Sie merken, das springt, der Hammer federt zurück, ist also weich, das sagt uns die Erfahrung. Dämmmaterial wie unter einer Waschmaschine, das ist schon nicht mehr ganz so weich. Metall, das ist hart, das wissen wir, das ist Alu. Oder hier Marmor, es hört sich also auch schon anders an. Wenn ich jetzt auf das Holz schlage, hört sich ähnlich an, aber man merkt auch, dass es weich. Das reicht natürlich nicht aus, denn ich muss zum Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, ein Zahnrad in einem Getriebe, wenn das lange leben soll, wenig Verschleiß haben soll, brauche ich eine sehr, sehr große Oberflächenhärte. Innen drin ist noch was anderes. Aber das muss sehr hart sein. Aber wie kann ich feststellen, wie ein Material, welche Härte es hat, wie hart es ist? Das ist relativ einfach. Passen Sie auf. Hier, dahin, da haue ich jetzt mal mit dem Hammer. So, jetzt sehen Sie, da haben wir ein richtiges Loch reingeschlagen. Die Eindringtiefe ist ein Maß für die Härte. Oh, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, hau ich mal auf mein Dämmmaterial. Aber da funktioniert das schon nicht mehr. Warum? Ja, das federt, das kommt wieder zurück. Ich habe zwar fühle eine kleine Delle da drin, aber das ist ja nicht das, was ich will. Ich müsste im Grunde genommen, wenn der Hammer hier eingedrungen ist, die Tiefe dann messen. Auf Metall geht es auch. Auch das federt, aber es bleibt auf jeden Fall eine sichtbare Vertiefung. Bei Stein, na, da geht es gar nicht so wirklich. Ich kann natürlich stark hauen und er geht kaputt. Das will ich aber auch nicht. Also muss ich Messgeräte haben, um die Härte festzustellen. Es gibt auch noch einen Zusammenhang mit Härte und Sprödigkeit. Sie wissen, Glas ist sehr, sehr hart, aber ich kann es nicht biegen. Metall dagegen, das kann ich durchaus biegen, wie Sie sehen. Das federt auch zurück, ich kann es aber auch dauerhaft verformen. Gummi kann ich auch biegen. Das sind Materialien, die sind nicht sehr spröde. Glas ist sehr spröde. Glas kann man auch noch härten. Sie wissen es von Brillengläsern. Die kann man ohne Probleme nochmal zusätzlich härten, damit sie nicht so schnell verkratzen. All diese Sachen sind wichtig und wir brauchen Geräte, die objektiv die Härte von Materialien, die wir haben in Lagern, in Wellen, in aufeinander gleitenden Materialien, in schützenden Materialien, um die feststellen zu können. Oder Beton zum Beispiel. Und das macht man heutzutage mit unterschiedlichen Messgeräten, speziell für bestimmte Materialien gedacht. Es gibt auch einige, die kann man universell einsetzen. Wenn ich unterwegs bin und dann sehe ich ab und zu, da werden Brücken gebaut, Straßen gebaut, Häuser gebaut. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch zur Qualitätssicherung einmal vorher, bevor man die Materialien einsetzt, wie auch hinterher, feststellen kann, ob die Härte des Betons auch wirklich den Vorgaben entspricht. Und bei Beton ist es relativ einfach. Man kann es ja störungsfrei messen.
mit einem solchen Gerät. Das hier ist das HT225A von PCE. Das hat eine Skala, die ist jetzt verkehrt rum, die ist dimensionslos. Und es hat innen drin eine Feder, die wird gespannt und dann wird der Bolzen ausgelöst und dieser Sensor hier vorne, der kommt heraus, schlägt quasi wie ein Hammer auf das Material und ich bekomme dann aufgrund der Eindringtiefe ein Maß, welches ich umrechnen kann. Also ein Kilo ist schon ein ganz schöner Hammer natürlich, aber es ist ja nun der Ersatz für einen Hammer, allerdings objektiver als mein Hammer, den ich sonst normalerweise habe. Ich habe hier eine Platte mitgebracht, da ist zwar kein Beton, wichtig ist, dass die Oberfläche gerade ist, es ist auch ein Schleifstein dabei, damit kann ich das auch herstellen. Wenn das nicht der Fall ist, es gibt spezielle Gels, die man dann da drauf auftragen kann. Und dann kann man das auch verwenden. Noch eine Sache, man darf natürlich nicht direkt mehrere Messungen nebeneinander machen, sondern es muss ein gewisser Mindestabstand da sein, hängt ein bisschen vom Material ab und an einer Stelle sollte man nicht mehrmals messen. Natürlich muss man mehrmals messen an unterschiedlichen Stellen. In der Regel sagt man bei so einem Testverfahren 16 Messungen durchführen und dann nimmt man die obersten drei Werte weg und die untersten drei Werte weg, das sind die Streuung und die 10 übrig bleibenden Werte, da bildet man den Mittelwert, das heißt addieren durch 10 teilen hat man den Mittelwert. So und jetzt zeige ich mal, wie eine solche Messung vonstatten geht. Ich drücke einfach das Gerät nach unten, spanne damit die Feder und wenn ich ganz unten bin, dann wird der Bolzen ausgelöst und das war es eigentlich schon. Jetzt habe ich hier hinten einen Knopf und wenn ich jetzt die Messung gemacht habe, muss ich den Knopf drücken und dann bekomme ich es angezeigt. Ich zeige es Ihnen also nochmal, tue jetzt den Finger auf den Knopf, drücke nach unten. So, und jetzt bleibt einmal hier vorne der Bolzen drin. Und zum anderen habe ich hier auf meiner Messskala einen Wert, ich muss es anders herumdrehen, so kann jetzt hier auf dieser dimensionslosen Skala einen Wert, den kann ich ablesen und auf der Rückseite habe ich eine Tabelle, da kann ich dann über diesen dimensionslosen Wert in die Belastung gehen, das heißt den Härtegrad quasi direkt ablesen in Kilogramm pro Quadratzentimeter. Dieses Messgerät kann die Härte von Materialien im Bereich von 100 bis 600 Kilogramm pro Quadratzentimeter bestimmen und arbeitet mit einer konstanten Energie von 2200 Joule. Ist also kein Spielzeug, man sollte vorsichtig damit umgehen, aber ein wichtiges und wertvolles Werkzeug zur Bestimmung von Betonhärte. Hier habe ich etwas ganz Feines von PCE, das PCE 2500, ein Gerät zum Bestimmen von Materialhärte. Es kann in sieben unterschiedlichen Einheiten gemessen werden, angezeigt werden und man kann es auch selbst kalibrieren. Es ist nämlich ein Kalibrierkörper dabei. Wenn ich Ihnen den mal zeige, und da kann man obendrauf erkennen, da steht 787 HLD drauf und das bedeutet, das muss das Gerät anzeigen, wenn es 100% genau ist. Aber was ist 100% genau, das haben wir ja nirgends. Ich probiere es mal aus, da sehen Sie auch gleich, wie es funktioniert. Ganz einfach, ich schiebe einfach hier das nach unten. Jetzt ist es gespannt und Achtung, Sie hören, das ist das Aufprallprinzip. Hier springt also der Hammer. Und wenn wir uns das hier jetzt ansehen, da steht 782. Nochmal zum Vergleich, 787. Also eine minimale Abweichung, die kann man dann natürlich noch kalibrieren. Aber eine solche Abweichung ist immer im Toleranzbereich. So, jetzt wissen wir, es misst genau. Es hat eine, das haben Sie schon gesehen, wunderschöne, klare, deutliche Anzeige. Ich habe verschiedene Menüpunkte, die ich einstellen kann und so weiter, aber damit will ich Sie gar nicht langweilen. Ich will Ihnen einfach mal zeigen, dass es auf unterschiedlichen Materialien
einfach schnell möglich ist, die Härte zu bestimmen bis 940 HV. Achtung! So, Sie haben auch gehört, hier haben wir nicht das Springen, sondern hier haben wir eine andere Härte, das ist weicher, das Material. Da sehen wir 408, zeigt es an, 408 HL. Und hier habe ich eine Aluplatte, da können wir es auch probieren. Die hat noch den Detch von meiner Hammerprobe. Und wenn ich es hier probiere, ich spanne, löse aus und man hört auch schon, er springt gar nicht so oft. Und wir sehen auch eine Härte von 277 HL. Also wir haben hier ein relativ weiches Material. Jetzt muss ich dazu natürlich noch eins sagen. Die Messungen, die ich hier mache, die sind falsch. Einfach. Wir machen es im Studio, auf dem Studiotisch. Hier ist ein Glastisch drunter, auch wenn ich eine Holzplatte habe. Aber normal müsste das Material mindestens mal 3 mm dick sein. Und das haben wir hier nicht gegeben. Ich kann auch dünneres Material nehmen. Ich muss aber dann ein Gel oder eine Paste dazwischen zum Anschluss nehmen. Normal sollte aber auch der Prüfling mindestens 2 Kilogramm wiegen. Es geht auch wiederum mit geringeren, wenn man dann ein Gel dazwischen packt. All das habe ich hier im Studio nicht gemacht. Ich wollte nur zeigen, wie es funktioniert und wie einfach man mit einem solchen Gerät wie hier, diesem BC2500, Messungen durchführen kann. Es speichert die Messungen auch. Ich kann sie also auch später wieder abrufen. Und hier eingebaut ist auch ein Akku. Hier oben ist eine Mini-USB-Buchse. Darüber kann man diesen Akku, einen Lithium-Ionen-Akku natürlich wieder aufladen. Und so, dann stecken Sie es in die Hosentasche und gehen zu der nächsten Baustelle und prüfen, ob da alles in Ordnung ist. Also, es ist eigentlich ein sehr, sehr kleines Gerät, welches erstaunlich leistungsfähig ist. Hier habe ich von PCE das DSD, ein Härteprüfgerät, welches extrem einfach zu bedienen ist und die Möglichkeit besitzt, hier oben über diesen Slot einen optoelektronischen Adapter einzustecken, um damit einen PC anzuschließen. Dann kann man die angezeigten Werte auf den PC übertragen, entweder einmalig durch Abfrage oder kontinuierlich, dass er die mitschreiben kann. Man kann auch noch mehr Informationen vom Gerät haben, Seriennummer und Softwarestand. So, und die Bedienung, die ist extrem einfach. Ich setze es hier zum Beispiel auf und bekomme sofort direkt die Härte angezeigt. Wenn ich jetzt auf das nächste Material gehe, meine Dämmplatte, da können Sie sehen, auch hier bekomme ich die Härte angezeigt. Und das Holz, auch hier bekomme ich direkt die aktuelle Härte angezeigt. Das alles funktioniert hier vorn mit diesem kleinen Pin, der wird eingedrückt, soweit bis das zu prüfende Material hier auf der Fläche aufliegt. So, und das Maß der Gegenkraft, denn der Pin ist gefedert hier drin, das Maß der Gegenkraft wird umgerechnet in die Härte. Also das DSD, ein kleines handliches Gerät, Akku betrieben. Ich kann es also wieder aufladen. Jo, mehr braucht man dazu nicht sagen, weil es so selbstverständlich funktioniert wie ja, noch einfacher als eine Kaffeemaschine. Drei Geräte habe ich Ihnen heute vorgestellt, alle drei von PCE. Einmal das HT225A, ein Prüfgerät, mit dem man sehr einfach die Härte von Beton bestimmen kann, mit einer recht hohen Schlagkraft an einem hohen Messbereich. Und wenn man da eine Messreihe durchgeführt hat mit 16 Messungen, dann weiß man genau das Ergebnis, weil auch das Ergebnis eine hohe Genauigkeit aufweist. Dann das PCE 2500, dieses kleine, hübsche Gerät, was man eigentlich in die Hosentasche stecken kann und was dennoch eine unschätzbare Hilfe ist bei der Bestimmung von Härte. Es wird ganz einfach gespannt, ausgelöst und man hat sofort das Ergebnis auf dem Display. Es speichert auch diese Ergebnisse. 400 Ergebnisse mit 900 Datensätzen sind möglich. Und das letzte Gerät hier in der Reihe, das ist das DSD von PCE. Ein Messgerät, welches ich sogar an den PC anschließen kann und welches einzelne Messwerte auf Aufruf vom PC überträgt oder kontinuierlich die Daten zum
PC schickt. Es arbeitet ohne einen Hammer, ohne Schlag, sondern allein durch den Druck des Pins an der Unterseite. Die beiden letzten Geräte sind akkubetrieben und damit universell einsetzbar. So, das war's. Ich denke, dass Sie vielleicht mit Interesse zugeschaut haben, denn Härte ist ein Thema, was so nicht unbedingt in unserem Alltag täglich vorkommt, obwohl sie überall vorhanden ist. Und tschüss.